Hallo, Tag zusammen. Ich grüße dich. Willkommen bei Sprektal Filter. Ich mach's mal ein bisschen leiser. So ist, glaube ich, ganz gut. Return, lalala, Headbobbing. Ich mach mal so. Video-Settings, Anti-Aliasing. Machen wir mal so. Highest Texturen. Ja. Okay. Das lassen wir alles. Und dann würde ich sagen, Screen-Setting. Achso. V-Sync an. Ja. Ja, okay. Gut, ich würde sagen, wir starten mal das Game. Mal gucken, was es ist. Sprektalfilter. By singing below, I affirm that in the event of my death, all remnants of my consumerness. Da wären wir. Wir sind in einem Gebäude. Was? Use left click, right trigger, open door. Okay. Da ist ein Buch. Ich kann es mitnehmen. Ich kann es aber nicht. Okay. Ich kann Gegenstände benutzen. So, wir sind irgendwo im Wäldchen. In einem verlassenen Gebäude. So wie es ausschaut. Oh, meine Fresse, wie das aussieht. Alter Schwede. Oh Gott. Wir müssen die Tür selber aufdrücken. Hey, hier. So sah doch Dings aus, ne? Das Main-Menü. Haben wir eine Taschenlampe? Anscheinend nicht. Hallo? Oh, ich mag so alte, verlassene Gebäude, ne? So, vor allem so Firmengebäude. Man sich so vorstellt, was da alles früher gemacht worden ist und so. Hier sind Spinde. Ist da oben was? Nee, ne? Nee. Haben wir einen Körper? Nein, haben wir nicht. Was? Press Tab? Oder B-Button? Wie Objekts? Okay, Order. The technical before you was unable to process the body and failed to report the intrusions for nearly 17 hours. Okay, as a result, we come in a hazard rounds. Find the filter they left behind and use it to process the... Okay. Den Filter müssen wir... Hä? Okay. Wir haben also Aufgaben. Boah, wenn ich mir das jetzt vorstelle in der Unreal Engine 5... Holy shit. Die Spiele werden so furchtbar. Ich weiß gar nicht, worauf das hier basiert. Ob das Unity ist? Was? Warum sollte ich rennen? Obwohl das nur ein simpler Keller ist, einer Firma. Habe ich gerade was gesagt? Nein, ne? Ich habe nichts gesagt, oder? Habe ich irgendwas gesagt? Obwohl das nur ein simpler Keller ist, wollte ich sagen, wirkt das sehr gruselig. Hallo? Toll, warum gehe ich jetzt noch weiter runter? Es ist Stromausfall. Was soll denn das? Hallo? Hallo? Ach, das ist keine Tür, ne? Okay. Oh Gott, Alter, ich brauche eine Taschenlampe. Ich sehe doch nichts. Licht? Nee. Flashlight? F? Nee. Oh Gott, ist das duster. Ich sehe doch nichts, Mann. Okay, wir können Gegenstände hin und her schubsen, das ist ganz toll. Wie krass das aussieht, ne? Was ist da? Was ist das?
Alter, oh, ich habe ein bisschen Gänsehaut. Was ist das? Hello Darkness, my old friend. So, ich mach die Tür zu. Wir sind alleine, ja? Ach, oh Gott, das ist der Schatten der Lampe. Alter. Alter, das ist der Schatten der Lampe. Ich hab gedacht, da steht so einer und umarmt so den und guckt so über den Spind. Alter, ich bin... Das soll doch so sein, oder? Alter, ist das gemein. Oh. Ja, juhu. Das macht das Ganze natürlich jetzt besser. Kann ich ihn beiseite schieben? Press Space? Ach so. Taschenlampe, shaken. Okay, verstehe. Alles klar. Wenn die mal wieder anfängt zu flackern. Das sind sogenannte Flacker-Taschenlampen. Die muss man immer schütteln. Toll. Das ist keine Tür. Alter, ich habe immer so eine glorreiche Fantasie. Ich sehe immer die Sachen da. Das ist... Oh Gott. Hello? Irgendwas wird passieren, irgendwas Schlimmes. Ich weiß genau. Irgendwas Schlimmes wird passieren und ich bin mir da ziemlich sicher, dass es nicht schön sein wird. Ich meine, noch war ja nichts, ne? Es war nur ein bisschen Licht aus und so. Ich wünschte, ich hätte nichts gesagt. Gar nichts. Ich kann auch Sachen werfen, das ist ja toll. Ja. Kann ich auch Türen zuschmeißen? Das geht, okay. Oha. Da ist eine Karte sogar. Was? Wer klopft denn da? Lass das. Ich will das nicht. Was? Ja. Das wissen wir, dass wir Objekte... ja. Okay, wir sind da. Plant, Main und Offices. Rechts sind Offices. Da lang. Ich gehe mal hier gucken. Wir untersuchen mal hier den Bunker. Oder was auch immer es sein soll. Oh Gott. Bin ganz schön mutig, ne? Hier kannst du dich ja mega verlaufen. Gerade ich mit der Orientierung einer Bratwurst. Offices. Okay. Hier geht's schon mal nicht weiter. Gott, diese Taschenlampe. Wo sind wir denn jetzt? Okay, wir sind da. Facility Map. Okay, wir sind auf jeden Fall in einer Facility. Gott, diese Taschenlampe. Wollte es mal ausprobieren. Kann man das da runterwerfen? Ja, sogar sehr gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, von dem Türen aufmachen halte ich gar nichts. Hallo? Wer atmet dir denn mir da ins Öhrchen? Lass das mal. Alter, diese Taschenlampe, hör auf zu flackern. Ich flacker gleich mal mit. Was? Don't panic. Ach ja, von C-Mann. Ich hab's gelesen. Keine Panik in solchen Situationen. Warum denn auch? Warum sollte hier Panik haben? Es ist doch nur ein simpler Bunker. Oder eine... Maint. So. Wir sind im... Liegt da einer? Da liegt einer, ne? Ich würde mal... Oh Gott.
Entschuldigung. No filter in inventory. Find the filter to process. Was? Process it? Oh, ist das so ein... Oh Gott. Ist das so ein Geisterspiel? Was habe ich mir da... Was habe ich mir da runtergeladen? Deswegen auch Sprektal. Und nicht Rektal. Ich suche den Rektalfilter. Oh Gott. Hilfe! Alter, diese... Diese Taschenlampe. Na. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich verlaufe... Kommt man hier rein? Ja, sogar sehr gut, aber hier möchte ich nicht... Alter, ich würde so Panik kriegen, ne? Wenn ich hier alleine wäre. Gott sei Dank habe ich euch mit dabei. Das macht es um einiges einfacher. Das könnte ich niemals alleine vorm PC spielen. So Let's Play oder so. Niemals. Taschenlampe vom Schick, nicht im Abo, ja. Ich habe auch keine Lust groß zu rennen eigentlich, aber... So, ich versuche mich so ein bisschen zu orientieren. Auch wenn es nicht klappt. Waren wir jetzt hier schon? Ich bin... Doch, von hier kamen wir, von hinter uns. Ich habe Schritte gehört. Und es waren nicht unsere eigenen. Oh, leck mich fett, hör auf. Alter, ich will das nicht spielen. Alter, ich will das nicht mehr spielen. Waren wir jetzt hier überall schon? Okay, hier geht's nicht weiter. Alter, ich hab das Gefühl, jeden Moment aus der Dunkelheit kommt irgendwas. Oh, das baut aber auch einen Druck auf. So, wo ist denn der Rektalfilter? Wo finde ich den denn? Was ist das denn? Aha. Ja, ich komme gleich. Sind das die Offices, wovon viele immer reden? Hallo? Lose? Lose, hier! So, jetzt sind wir bei den Offices... Officer. Hier kommen wir gar nicht rein. Das ist natürlich ganz toll. Gott, ist das dunkel. Ich habe schon wieder Schritte gehört. Kann die Tür mal offen bleiben? Wäre ganz toll. Wir müssen also wahrscheinlich noch eine Leiche finden, ne? Würde ich behaupten. Was ist das denn? Ist es... Wir haben den Filter aufgenommen. Und jetzt? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Jetzt müssen wir wieder zur Leiche, ne? Bei Previous Worker müssen wir den usen. Okay, also müssen wir wieder zur Leiche. Ich versuche mich mal kurz zu orientieren, dass wir wieder zurückkommen. Alter, ich kündige. Ich will nicht mehr. Warum die 3-Euro-Lampe von Schick? Lieber 30, ja. Oh Gott, ich höre ständig Türen und alles und... Ich bin kein Paranormal-Investigator. Ich will das gar nicht. Kommt man hier auch rein? Achso, das war die Tür, ne? Dieser Raum. So, dann wollen wir mal. Wo lag der denn? War das hier? Oh Gott, Alter. Diese Scheißlampe. Da. Dann usen wir mal den Filter. Beginning filter process. Please stand by. Was? Ich bleib meine Ecke. Ich guck wie so ein Chamäleon in beide Richtungen.
Muss ich irgendwas machen? In progress. Check back later. Okay, wir sollen es später checken. Okay. Und jetzt? Heißt? Die Tür ist zu? Hallo? Ich will wieder dahin, wo Licht war und so. Ich mach die mal aus. Hilft das eigentlich, wenn ich sie aus und anmache? Brauche ich da nicht immer... Ich weiß nicht, ob die Türen automatisch einfach so sind. Nein, ich muss sie... Okay. Oder ob... Oh, hier fehlt die Türklinke. Oder ob die einfach wegen Wind zugehen. Oder ob... Nee, jetzt geht die gar nicht mehr zu. Oh, hör auf! Wo war das mit dem Strom? Sind wir das, die so atmen? Wo war denn das mit dem Strom? Da war was! Alter, ich hab Gänsehaut! Ich geh da nicht hin! Hau ab! Nee, ich kündige! Alter, ich spiel das die wieder! Alter, ich hab voll die Gänsehaut! Was ist das? Alter, was sind das für Spiele, die ich immer spiele? Boah, ihr müsst das unbedingt mit Kopfhörer hören, ne? Das ist so furchtbar. Wo war das mit der Scheiß, mit dem Power? War das hier? Hier war das, glaube ich, ne? Oh, ich will den Strom wieder anmachen. Das ist auch irgendwas, verfolgt uns auf jeden Fall. Weil das Atmen ist weiter weg. War das hier mit dem Strom? Kopfhörer auf. Ja, dann weißt du ja, wie ich leide. War das hier? Fuck, wo war denn das mit dem scheiß Strom? Ich kann den Strom nicht anmachen. Doch. Alter. Oh Gott, war das furchtbar. Oh Gott, bitte nie wieder Stromausfall. Und irgendwas hat uns verfolgt. Die ganze Zeit so... Herein? Das Brummen wird lauter. Was daddelst du da eigentlich? Irgendwas mit Sprektal. Rektal, keine Ahnung, Darkness. Ich weiß es nicht. Ich habe mir mal wieder Indie-Games bei itch.io runtergeladen und dachte mir, das wäre eine gute Idee. Ich bin gerade felsenfest davon überzeugt, dass das nicht so war. Ich weiß schon, warum ich bei itch.io nicht immer so viel Spiele spiele. So Demos, so Horror-Demos. Weil da gibt's immer die Besten. Das ist ja nur eine... Das ist ja nur eine Testdemo, ne? Es ist ja kein vollwertiges Spiel. Das gibt's ja so noch nicht, ne? Alter! Wie gut das gemacht ist! Oha! Oh Gott, ist das furchtbar! Was? Alter, ist das eklig! Ihn Geist! Oh, wie gut der gemacht ist! Oh, Hilfe!
Ich will das nicht. Ich hab Gänsehaut. Alter, ich spiel das nicht mehr. Ich muss zu dem, ne? Zumindest zu dem. Alter, was ist das? Was war das denn? Was zum Fick ist hier los? Wie komme ich jetzt... Hä, hier ist was vor. Wie komme ich jetzt zu meinem Gerät? Also, du weißt schon, was ich meine. Alter, ich kündige. Wo muss ich hin? Da. Können die mich töten? Oh, wie gut das gemacht ist. Alter. Wo ist der? Wo lag der nochmal? Der lag doch hier irgendwo. Da. Half-Life? So, wir werden... Okay, das war wahrscheinlich seine Erinnerung. Oder war das sein Geist, den wir jetzt befreit haben? Gott, ist das... Hört ihr das? Genau, nichts. Du lieber Wichser. So. Es ist auch kein Strom mehr an. Ich glaube, wir müssen jetzt nur noch zurückkommen, oder? Oh, wie gut das gemacht war mit den Dings. Wenn wir da vorstehen, müssen wir ja quasi links und dann rechts, oder? Wenn ich die Karte richtig deute. Aber wie gut das gemacht ist mit den Geistern. Das war ja mega. Das habe ich noch nie zuvor vorher so irgendwie gesehen. So, wir sind jetzt... Ja, genau. Das heißt, wir müssen jetzt hier raus. Ich glaube, hier ist Ausgang, oder? Also zumindest... hallo? Was? The job is done. Time to head out.
Okay, ist doch nicht der Ausgang? Ist das hier lang? Okay, wir sind also... Sind wir echt so Geisterjäger? Oh Gott. Loading. Jo, wir sind zurück. Oh, die Musik. Voll schön. Ja, wir haben ihn befreit. Spektralfilter. Developer Austin Schaffer, Music by Cyrus Bird. Return to the menu. Sehr cool. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Spektralfilter. Mein Gott. Kurzes, knackiges Indie-Game. Hm, voll gut. Also, cool. Ob da was kommt, irgendwie Vollversion, weiß ich nicht. Aber die Demo, geil.